Weißt du jetzt, ja, wenn man auf dem, wenn auf dem Setup Friendly spielt, dann musst du immer das Z drücken. Was, ja, sie auch, was die Boomer auch nicht wissen. Ja, vor allem, die müssen dann wieder nochmal zurückgehen, nur damit die alle zeigen, weil. Oder, ja, oder Z drücken halt, aber. Mal sehen, ob ich es wissen will. Und das Game geht los. Ein Klassiker, ein Berliner Klassiker. Konati Boy, Kobobi, Pat Atze Sommer, was weiß ich. Oh! Unlucky. Das ist eine böse Kombination mit der Kamera. Wenn man die Kamera nämlich so hochzieht und nach außen zieht, gerade bei Pokémon fällt man ganz schnell, ganz leicht in die Stage. Das ist als Puff ein guter Trick, wenn deine Gegner so hoch zurückkommen, aber dann landen wollen oder einen Ledge wollen. Du gehst aber so weit, dass die Gegner gar nicht sehen, wo die Ledge ist. Richtig hinterlistiger Trick, richtiger Puff-Move. Wann kommt UCF-Mills? So war das hier auch gerade. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Also. Ja, aber das ist halt an Melee irgendwas zu ändern ist unmöglich. Die Down B war mutig, sag ich mal. Aber geil gespielt. Dennis gönnt sich auch ein Siegerbier aus dem Kühlschrank. Ja. Der Abtilt tötet, weil wir auf Pokémon sind. Ist das wirklich die beste Stage hier heute? Neutrale Stage. Armin, was sonst? Oh, das stompt nie. Das hat er geübt. Das hat er geübt. Oh! Da lässt sich Arthur von der Packer treffen. Oh, das Movement war smooth. So, der erste Grab. Arthur ist sehr. Oh. Ja, er muss halt langsam wieder gegen Arthur. Oh, das Light of Up Air. Nice. Aus der Kombo sich befreit. In die nächste reingegangen mit einem schlechten Grab. Recovered hoch. Wird gejuggelt dafür. Frisst ein paar Aerials. Okay. Oh. Nati kann hier nicht reinkommen. Der ganze Sack konnte er nicht reinkommen. Oh mein Gott, dieser Falcon Punch. Was für eine richtige Konati Recovery mit dem Falcon Punch. Sogar mehr oder weniger durchgekommen. Ja, genau auf den Mars. Nicht mal auf die Ledge. Aber mal sehen, ob sich das Momentum wieder dreht im Sack. Ein böser Downthrow, aber. Die Grabs an der Ledge sind gefährlich, aber Konati weiß damit umzugehen. Man kennt das Matchup. Er rollt und rollt, um den Grabs zu entkommen. Kein Update von Karon an dieser Stelle. Immer mehr Sidebeast. Und immer weniger von Konati Boy. Oh, wow. Oh, da hat er erwartet, dass die vor der Driften war nicht bereit zu springen. Oh, das war echt. Not like this. Can we get a not like this in the chat? 1-0 für Karon. Yeah, thanks, Iron Boy. Ouchies. So. Konati counterpick Dreamland. Weil Martha nicht töten kann. Ganz anders als Captain Falcon. Weil Martha einfach nicht zurückkommt. Da ist es schon. Da kommt Martha einfach nicht zurück. Gute Stagewahl, gute Combo, guter Finisher. Der erste Stock geht an Konati Boy. Er rennt einfach rein mit dem Smash und es wird belohnt. Oh, die Up-Smash-Kombo. Okay. Falcon Marth macht so Spaß. Ja, schon. Der Downhill war böse. Der Downhill war böse. Ja. Karon ist. Ich würde sagen, er ist patient und kriegt die Grabs. Oh, 2 Neutral Airs, 3 Neutral Airs. Der Juggle, er lässt ihn nicht auf die Plattform. Und wenn er auf die Plattform kommt, kann er nicht stecken, weil er wahrscheinlich ausgelockt ist. Das waren 5 Up-Airs into den S-Mesh. Insane. Wird Kanal zurückkommen? Nein. Arthur grabt sich Ledge. Und ist ein Stock in the Lead. Jawohl, er lässt sich nicht von dem Downtilt oder von der Downer treffen und schafft es auf die Stage zurück und Arthur mit dem Fehler hat wahrscheinlich den Double Jump verkackt. Jetzt ist Konati Boy dran mit der Combo. Schön. 45%, dann hat er sie gedroppt. Sehr even das Game gerade, dead even. Oh. Ja, die VODs. Kann Konati Boy es umdrehen, da ist es. Ah, er kann es nicht verwerten. Okay, okay.
Bei der Train Hits, down tilt und tuff. Nie. Davon lebt Arthur nicht. Er hat einen sehr früh AB gemacht. Hätte klappen können, wenn er damit Konate Boy getroffen hätte. Wäre er zur Stage zurückgekommen. Oh, ein ein Kompliment für das Commentary. Danke an Dunlut. I'm trying my best. Ich bin rausgeflogen, I might as well say words now. Wenn hier sonst niemand ist. Weißt du, Winners Finals, das sind unsere beiden besten Spieler heute hier. Und es ist niemand on the commentary. Oh. Den Update hat Konati nicht erwartet und ich genauso wenig. Ja, der Edgeguard. 200%, da 197% musste Arthur rauflegen, um den Falcon zu töten auf Dreamland. Deswegen ist dieses Stage so gut für ihn. Oh, der Ledge Dash. Kann man es abhören, ist wirklich crispy. Diese Juggles, die er macht, insane. Ich glaube, ich drehe mich mal ein bisschen von denen weg, dass sie mich nicht so gut hören. So, aber jetzt rede ich weg von denen. Das Team ist abgelenkt. Und Game 3. 1-1. Ups, oder? Game 3. Arthur's Counterpick, da er gerade verloren hat, geht auf die Yoshi-Story. Wo Falcon wiederum sehr früh stirbt, um Marth kein Problem zu töten. Und selber auch jedes Mal zurückkommt, weil die Stage eh nur sehr klein ist. Oh, die Abwehr erwartet. Okay, perfekt. Oh, noch eine Abwehr, noch eine Abwehr. Geht für F-Smash. Der Downhill war böse. Oh, aber der F-Smash trifft nicht. Die kommt an den Ledge. Kann's aber nicht ausnutzen. Während Arthur ihn über die Stage trägt. Ja, ja. Oh! Der Konati Boy Special. F-Smash als gutes Mix-Up. Oh, die Up-B als Not-Move. Ja. Konati stompt auf der Drop-Plattform rum. Schon wieder zweimal. For good measure. Ich hoffe, dass Arthur reinspringt und er eine Kombo starten kann davon. Aber Arthur bleibt ganz geduldig unten, bis er die Chance hat, mit Abwehr zu juggeln. Dann kommt er hoch. Die Get Up Attack shieldet Konati und converted es, aber kann die Abwehr nicht. Die converted und da ist Falcon tot. Auf Dreamland hat er es mal. Und es geht weiter. Die Grabs an der Ledge schon wieder. Da muss Konati aufpassen. Da hätte er fast sterben können. Die Downbeat. Kann er tatsächlich in einen Grab verwerten? Ja, die Falling Abwehr, Into the Abwehr, jawohl. Das Windrad hat wieder zugeschlagen. Beide schenken sich nichts hier. Beide mit zwei Stocks. Anyone's game. Anyone's hit. Right now. Oh, die volle Zeit, die alle getroffen haben. Die Forward Air ist, um Konati Boy rauszutragen, um wichtige Prozente drauf zu hauen. Da ist er zu weit weg, um zurückzukommen. Da Arthur sich an die Ledge hängt. Oh! Da hat er die Abwehr gecatcht. Mit dem Stomp und Arthur in die Hölle geschickt. Wenn ich Ausrufezeichen Clip mache, macht das automatisch. Wo ist hier Enter? What the fuck? Was ist diese Tastatur? So, oh, die Lettkombo! Die beiden schenken sich gar nichts hier! Das war ein schnelles Ende zu einem langen Match. 2 Minuten 42 auf Yoshi Story mit zwei schnellen Killern. Overlay. Karun führt 2-1 über Konati Boy. Konati hat nicht so viele Alternativen, wie Slave zu wechseln. Auf seinem Counterpick, der er schon gewonnen hat. Und beide stürzen sich in den Tod. Ein wichtiger Trade für beide. Three Stocks apiece, die Abwehr ist. Oh, da hätte er früher machen können. Aber er hat ihn von der Station gekriegt. Arthur kommt zurück. Mit einer sehr späten Abwehr. Was meiner Meinung nach genau der richtige Move war. Und Konati lässt sich von dem Downhill treffen. Er ist frustriert, man sieht es ihm an. Schafft den Gentleman nicht, der Downhill ist out of range. Der Downhill trifft. Abwehr, die zweite Abwehr trifft nicht. Aber die Backer. Und damit sind beide bei 2 Stück.
Oh, das Strainy hat getroffen. Der Upsmash, eine sehr interessante Entscheidung. Oh, da zieht er ihn von ganz hinten nach ganz vorne und der spiket nicht. Da hat Arthur leider den Weak Hit getroffen. Gerade fühlt sich sehr wohl auf den Plattform oben. Möchte nicht von oben auf Martha runterkommen. Eine schlechte Position für Falcon. Die Gym Setup ist nice, aber das finde ich nicht. Ja, ja. Er kriegt viele Grabs an der Ledge. Er schmeißt ihn oft runter, genau, auf den Karren. Mhm. Aber er kann es nicht finishen. Der Konati kommt zu oft zurück. Dieses Reverse Knee war sehr groß für Konati. Oh, und da ist die frühe Abi, hat sich fast ausgezahlt. Doch Konati bei 0% bringt das nicht ganz so viel. Oh! Fall Throw, er smasht Tipper und der Konati cancelt seine Abi mit der Ledge. Oh, da sind die bösen Abwehrs von Karon wieder. Und Konati haut selber ein paar Abwehrs aus. Combo kann ihn verwerten, Abwehr. Warum den Upsmash? Oh. Oh ja, und er kriegt die letzte Abwehr. Und damit schiebt er Karon weg. Er refresht seine Ability und macht den Edgeguard perfekt mit einer Get Up Attack. Eine unglaubliche Leistung dabei gerade hier. Ein unglaublich spannendes 2-2. Winners Finals. Der Loser muss gegen den Gewinner des nächsten Matches. Geldmann versus Maxi? Nein. Oh, sorry. Maxi versus Young Ulrich. Lalli Fruzi versus Young Ulrich. So. Okay. Auf Yoshi ist es. Wartet zuerst gern. Okay, FD war noch frei. Okay. So, wir beginnen mit einem schnellen Stock für Arthur. Ein 2-2, ein sehr krass spannendes Spiel. Beide geben sich gar nichts. Arthur kriegt viele Throw-Setups an der Ledge. Kann sie nicht so gut verwerten, wie er vielleicht wollte. Konati hat einen krassen, einen AP-Caller mit einem Stomp-Gun-Fortit, habe ich geklickt. Was hat er? AP von Arthur gecancelt mit dem Stomp. Einfach, also unterbrochen, das war krass. So, aber, Ja, hätte ich nicht gedacht, er muss kreativ werden bei diesen Recoveries. Vielleicht etwas zu kreativ. Vorhin hat er mit. Den Double Jump hat er genommen mit der Abwehr. Und er geht an den Ledge. Perfektes Timing. Lässt sich nicht von dem Schwert treffen. Und das war auch wichtig. Denn er ist immer noch ein ganzes Stock hinten auf Arthurs zweiten Counterpick. Und Marth hat da freie Wahl mit seinen Rap-Combos. Und das Dachen ist auch super gut. Er hat schon F-Smashed, er hat Forward S avoided. Mit seinen AB. Drift. Aber Arthur schenkt. Das war schlecht. Das war eine böse Entscheidung. Bei 17% springt er viel zu weit von der Stage. Das kann passieren. Marth Side B trägt einen weiter, als man denkt. Aber Arthurs Up-Air-Juggles sind wirklich on point heute. Oh, das sollte ein Short-Up werden. Er trifft ihn ganz böse nach seinem Double Jump. Hat keine Chance, da zurückzukommen. Da ist nun wieder ein Grab an der Ledge und der kann schon wieder nichts draus machen. Ja. Konati heute wenig mit Knees unterwegs. Fast nur mit Up-Air getötet heute. Ja, nach dem letzten Tor hat er sich nicht rausgetraut. Absolut. Ne? Das ist die Abwehr, ja. Zu spät. Er kommt in die Abwehr. Nein, er versucht das nie. Jawohl, die Get Up Attack konnte er reagieren. Mit einem Knee Punchen ganz einfach. Nee. Da war er zu weit weg. Beide im letzten Stock. Ihre Winners. Ja, Winners Stock. Oh, Konati mit einer wilden Side-B. Arthur könnte fast in eine Kill-Kombo konvertieren. Sieht nicht gut aus für Konati gerade. Jeder Stray-Hit könnte Combo in den F-Smash oder in den Neutral. Abi, ja, er lässt sich ganz viel Zeit damit, Arthur. Er lässt sich die Zeit. Er hat die Zeit. Er kann nicht auf Plattform landen. Der Arthur tötet fast nach oben. Und F-Smash. Tipper killt nach oben. Damit ist das Set vorbei. Karon gewinnt knapp mit einem 3-2, aber mit einer guten Leistung von beiden. Gewinnt das Set. Und haut am Konati Boy into Losers. Konati darf damit gegen den Gewinner von Lil Fruzi.